Moin Leute, hier ist euer NoSpeed Hero und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, was es auf der neuen Map Dragon Valley für Easter Eggs gibt. Und zwar gibt es da eine ganze Menge. Und wenn ihr alle Easter Eggs gemeistert habt, so wie ich, dann bekommt ihr zum Schluss die schöne DICE LA Tarnung. Also dieses Mal rentiert sich dieses Easter Egg zu meistern. Los geht's in der Mitte der Map bei dem Tempel, und zwar müsst ihr da auf einen unranked oder privaten Server hingehen, euch neben den Totenkopf hinstellen und auf die Lampe achten. Diese gibt einen Morsecode ab, welcher bedeutet Did you miss me? Good luck, JJJU. Dieser ist ein bekannter Battlefield 4 Entwickler, den wir auch schon von anderen Easter Eggs kennen. Zurück beim Tempel leuchten 2 bis 3 Lichter. Und wenn man den Server neu startet, sind das jeweils andere 2 bis 3 Lichter. Man muss nun rausfinden, welche Schalter man klicken muss, damit alle Lichter leuchten. Diese Schalter sind auf der Map versteckt. Der erste Schalter ist noch auf dem Platz vom Tempel, und zwar einfach da unten hinlegen und den Schalter betätigen. Der nächste Schalter ist im Ofen am Rande der Map. Einfach hier hinlegen und dann sieht man den Schalter. Dieser ist ein bisschen schwer zu betätigen, aber einfach ein bisschen ausprobieren. Der nächste Schalter ist beim Wasserfall, tauchen und den Schalter klicken. Ein Schalter ist hinter dem Stein hier. Hinlegen und ganz versteckt im Gebüsch kann man den Schalter erkennen. Ein versteckter Schalter ist hier beim Steg, einfach hinlegen, durchkriechen bis ans Ende, umdrehen und dann sieht man auch schon den Schalter. Ein Schalter ist auf der zweiten Ebene vom Turm auf der B-Flagge. Man muss sich da an der Kante hinlegen. Und für den letzten Schalter muss man sich ins Gebirge von der US-Base stellen, da den einzigen Kohlenbaum zerschießen, und im Baumstamm drin gibt es den letzten Schalter. Man muss nun aufschreiben, welcher Schalter welche Lampen aktiviert und dann die richtigen Schalter betätigen. Sind nun alle Lampen aktiviert, dann öffnet sich ein Zahlenpad, ein Codepad gegenüber von einem Totenkopf, und da müsst ihr einmal draufklicken, damit die Lampe einen anderen Morsecode abgibt. When night falls over the old factory, a secret lurks into the openness of North Woods. Multiply the letters on the longest word and the one after it to form the code. Dies ist eindeutig ein Hinweis auf die Nachtmare von Savut, Friedhofswache. Wenn du ganz im Norden zu einem Stein hinkniest, dann hörst du Folgendes. Und diese Sounddatei nun verschnellert. Dies ist von Battle Friends der Hit I Got Little Birdie Legs. Die Nummern der Buchstaben des Alphabets multiplizieren, dann kommt eine Nummer raus, und zwar die 83980800000. Habt ihr diesen Code richtig eingegeben, dann fängt das Licht nochmal an zu flackern und es gibt einen neuen Morsecode. Diesmal muss das jeder entziffern. Und zwar gibt es da eine sehr lange Nachricht. To claim your prize, now join a ranked conquest large game. Stand at the west side of the shaft of the northwestern water tower for 2 minutes, then use the individual code there. Und dann kommt eine Nummer, die für jeden, der den Code eingibt, individuell erstellt wird. Das heißt, jeder muss den Code selbst entschlüsseln. Meine Nummer war die 87503222944. Nun, beim Turm im Westen muss man sich genau an die Kante Richtung Westen 2 Minuten lang hinstehen und auf den Boden schauen. Nach den 2 Minuten
erscheint dann ein Schalter am Boden, den betätigt ihr und dann kommt hier wieder das Zahlenpad. Da gebt ihr euren Code ein. Und was hat das Ganze denn jetzt gebracht? Ja, zum Schluss, wenn der Code richtig eingegeben wurde, kommt erst noch Battle Friends mit Promoted. Bei mir hat das nicht ganz geklappt. Und dann gibt's eine schöne Tarnung zum Schluss, weil ich euch jetzt vorstellen werde. Ja, zum Ende müsst ihr erstmal zu euren Tarnungen gehen. Und dann ganz unten gibt's die DICE LA Tarnung. Die wird am Ende von einem Match freigeschalten, sobald das Ranked Match vorbei ist. Hier zeige ich euch noch, wie die Tarnungen auf den verschiedenen Soldaten ausschauen. Ich finde die Tarnung selbst sehr schön und werde die jetzt erstmal ordentlich spielen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr von den Videos wollt, lasst doch einen Daumen hoch da. Schreibt eure Meinungen zu dem Video doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und in diesem Falle hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer NoSpeed Hero.